Salón Berlinés en la Ninfa Eco. En español y alemán con Ingeborg Robles und José Luis Pizzi. Este es un nuevo episodio de Salón Berlinés en la Ninfa Eco y hoy estamos, como siempre, con Ingeborg Robles, pero también con nuestros autores del día de la fecha, que son nuestra querida Esther Andrade y el no menos querido Tobias Schwartz, con T, porque nos habíamos equivocado y no le habíamos metido la T en el tafel, en la pizarra de afuera. Bueno, estamos por empezar. Esto es la cocina del Salón Berlinés. Hoy lo tenemos un poquito ocupado con una instalación artística, así que nos moveremos quizá al café de al lado, pero eso, bueno, será más adelante, cuando ya llegue el público. Y como siempre, nuestra querida Ingeborg va a hacer las voces en alemán, ya que yo tengo un poquito de prurito para expresarme en dicho idioma. Also willkommen erneut im Salon Berlinés. Es ist wieder Montag und wir freuen uns sehr, heute Abend bei uns begrüßen zu können, zu dürfen, Esther Andrade und Tobias Schwartz. Okay. Esther, nos conocimos hace tantísimos años, a Tobias nos conocemos hoy, pero le estaba comentando hoy fuera de esta grabación que el primer contacto literario que tuve en esta ciudad, en esta hermosa y querida ciudad de Berlín, fue en la vieja librería La Rayuela, allá en Invalidenstrasse 3, que luego yo fui a trabajar como parrillero en ese patio, pero bueno, antes fui como lector, y entonces le pedí a Margarita, que era la dueña de esa librería, que me recomendara un libro, y me recomendó 2666 de Bolaño y Berlín es un cuento de Esther Andrade. Obviamente a Bolaño ya lo había leído, y digo, no, dame a alguien que todavía no haya conocido. Y dice, bueno, y aparte vive en esta ciudad. Bolaño ya no estaba ni en esta ciudad ni en ninguna otra. Y así fue como conocí a Esther Andrade. Y luego, meses después, la conozco personalmente y la hemos llevado con mi expareja en auto hasta su casa. Una casa muy... Ella no se debe acordar de todo esto porque esto hace ya bastante tiempo. Pero bueno, esto es muy autorreferencial. Yo lo que quiero es hablar con Esther Andrade de Esther Andrade y no de cómo yo la conocí. Bienvenida, Esther, y espero que te haya gustado esta mini anécdota. Me encantó, Pepe, me encantó, porque además el mejor entreco que yo comí fue el que hiciste vos en la parrilla esta de cerca de lo que era La Rayuela en aquel momento, ¿no? Es inolvidable. Qué grande, me acuerdo que fuiste... O sea, también una especie de, digamos, un relato poético, profundo. Con humo y chimichurri. Y sí, humo y chimichurri y la neblina. La neblina siempre. No debe faltar la neblina en un texto. Me acuerdo, me presentaste en la primera vez que fuiste, cuando nos vimos así personalmente, con Edmundo. ¿Te acordás? Edmundo Torres, sí, gran artista. Mi gran amigo. Y gran amigo peruano. Tuyo. Bueno, ahí te conocí a vos y a él. Bueno, no sé si esto querés refrescarlo en alemán. Es medio complicado, ¿no? La traducción. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung der langen und interessanten Erinnerungen des José Luis Pizzi. Und zwar das erste Kapitel, wie er Esther Andrade kennenlernte. Und zwar, war er ganz neu in Berlin und ging in eine spanischsprachige Buchhandlung, die leider nicht mehr existiert, namens La Rayuela. Und die befand sich in der Invalidenstraße. Und da fragte er die Buchhändlerinnen, er bat sie, ihm zwei Bücher zu empfehlen. Und die zwei Bücher, die ihm empfohlen wurden, waren 2066 von Roberto Bolaño und Berlin und Cuento, inzwischen auch auf Deutsch erschienen, als Die Verräterinnen von Esther Andrade. Und Pepe sagte, ja, 2066 habe ich natürlich schon gelesen, aber das Buch von Esther Andrade noch nicht. Und er kaufte es sich, las es mit Begeisterung und lernte kurz darauf auch die Autorin persönlich kennen. Perfekt, ne? ¿Tenés algo para observar, Esther? No, impresionante. Para nada. Muy bueno. Genial. ¿Qué estás haciendo, Esther, ahora? ¿Qué estoy haciendo? Aparte de estar tomando un vaso de agua en el vaso más grande de nuestro salón y el pobre Tobías le mandó el vaso pequeño. Pero bueno, esto no hace falta que se lo traduzcas. O sí, como quieras. Bueno, en este momento acabo justamente de organizar mis ensayos que se titulan La lengua de viaje para una editorial argentina que los va a publicar y que tienen que ver con la lengua, con el idioma, con el vivir en estos dos mundos entre el español y el alemán.
la vida entre los países, la vida entre los géneros literarios. Y eso es un libro de ensayos que hace mucho tiempo que se ha venido formando, porque son más o menos 20 años que vengo pensando diferentes cosas con esto de la lengua en otro idioma, uh-huh. Todas esas cosas que han sido tema de mis antologías y demás, y de mis encuentros, porque me interesa muchísimo naturalmente el encuentro con las personas de los diferentes idiomas, especialmente el alemán con el castellano. Y bueno, entonces ahora esto va a ser pronto, espero que salga probablemente antes este de fin año, de año. ¿Antes creo de fin sí, de año? Creo que oh, sí. Buenísimo. Creo que bueno, sí. Ahí estaremos. ¿Dónde así lo presentarás? La lengua de viaje. Y no lo sé todavía, no lo sé. Bueno, aquí invitada, como siempre. Gracias. Pero bueno, tiene tantos novios, Esther, literarios, que bueno, aquí será como un amante de cuarta o de quinta. Ya veremos. Si la seducimos para que lo presente aquí también. Pero hoy, bueno, nos acompaña y va a hacer la lectura. Y luego de esta lectura, bueno, seguiremos. O sea, luego de estas pequeñas preguntas y esta pequeña charla será la lectura y será grabada para este podcast. Mientras, Ingeborg va a hacer la labor de traducción y las preguntas a Tobias. Genau, also erst übersetze ich kurz die Frage und die Antwort von Esther. Pippa hat sie gefragt, was sie zurzeit macht. Und sie sagt, sie ist dabei, ein Buch zu beenden, beziehungsweise ist dabei zu erscheinen. Ein Buch von Essays mit dem Titel Die Sprache des Reisens. Und sie war eigentlich die letzten 20 Jahre mehr oder weniger damit beschäftigt, sich Gedanken zu machen, eben darüber, was es heißt, in zwei Sprachen zu leben, zwischen zwei Ländern zu leben. Sie lebt ja in Berlin und kommt ursprünglich aus Argentinien. Und daraus sind nach und nach diese Essays entstanden, dieser Essayband, der jetzt auch wohl noch vor Ende des Jahres erscheint. Herzlichen Glückwunsch, Esther. Danke. Felicidades. Danke. Bueno, y ahora continuamos con Tobias, si Ingeborg está de acuerdo. Y va a preguntar Ingeborg en alemán y traducirá luego al español. Ja, Tobias, von Esther wissen wir ja schon, dass sie aus Argentinien stammt und vor langer Zeit schon nach Berlin gezogen ist. Berlinien war eigentlich auch langsam an der Zeit. cool. Und wie ist es bei dir? Wie lange bist du schon in Berlin? Wo kommst du ursprünglich her? Na, ich musste aufwachsen an der deutsch-niederländischen Grenze in einem ganz entlegenen Flecken in der Grafschaft Bentheim. Mhm. Ich glaube, das gibt in ganz Deutschland keinen anderen Ort, der weiter von einer wirklichen Stadt, einer Großstadt entfernt ist als diese Grafschaft Bentheim. Also wenn man jetzt so einen Zirkel, so einen Radius zieht, glaube ich, hat man keinen Vergleich in Deutschland. Und meine Familie kommt aus Berlin, väterlicherseits. Und irgendwie war das, ich weiß gar nicht, wann das anfing, aber mir war eigentlich immer klar, dass ich nach Berlin will. Und 1997 war das dann soweit. Mhm. Zum Studieren, was ein Fehler war. Eso nos cuentas después, das erzählst du uns vielleicht später. Erstmal, bueno, ahora nos cuenta Tobias que él creció en un pueblo junto a la frontera con Holanda y dice que tiene que ser el único pueblo en Alemania que queda tan lejos de una ciudad más grande. Y así que, como su padre es de Berlín originalmente, para él era casi obvio que un día se mudara a Berlín, y así vino en 97 para estudiar en Berlín y se quedó. Noch eine Frage direkt anschließend. Wir haben ja auch Bios natürlich wie immer von den Autoren für heute Abend vorbereitet und uns ist beiden gleich aufgefallen, wie unheimlich viel du publizierst und wie schnell hintereinander, irgendwie 3 Romane in 3 Jahren, Theaterstücke, Übersetzungen. Wie machst du das? Na, Thomas Mann hat mal gesagt, wie ein Beamter. Also ich setze mich einfach morgens ran. Aber es ist natürlich, täuscht der Eindruck ein bisschen, wenn man jetzt die reinen Publikationsdaten der letzten Werke nimmt. Genau, bei Thomas Werke Mann nimmt. Lagen viele Jahre dazwischen und er schrieb 3 Sätze am Tag so ungefähr. Also ich habe jetzt gerade aktuell einen Erzählband veröffentlicht, der heißt Landkrank. Und den ersten Entwurf zu der Titelgeschichte Landkrank, die jetzt eine Erzählung ist von knapp 100 Seiten, also in einem Erzählband, den ersten Entwurf habe ich
ungefähr 2005, 2006 geschrieben. Und dann ist seitdem immer wieder was damit passiert und es hat sich entwickelt. Und so ist das mit manchen anderen Texten auch. Also für jetzt Morphopeleides, das ist der letzte Roman, der erschienen ist, habe ich jetzt mal so Konzeptuierung und alles beiseite gelassen, ungefähr 3 Jahre Schreibzeit gebraucht. Und dass die 3 Romane jetzt in 3 Jahren hintereinander erschienen sind, war also das ein Zufall, oder? Vogelpark ist der vorletzte, den hatte ich vor Nordwestwärts schon, also quasi geschrieben und dann später nochmal überarbeitet. Und mit Nordwestwärts hat dann eben ein Großprojekt begonnen, wofür aber eben schon seit, wie gesagt, also über 15 Jahren eigentlich Material in mir reift. Und ja, dann irgendwann will das halt raus. Sí, queríamos saber de Tobías cómo puede ser tan prolífico, porque ha publicado 3 novelas en los últimos 3 años y traduce desde el inglés y también escribe teatro, produce obras de teatro y nos dice, bueno, lo hace, como dijo Tomás Mann, como un funcionario que cada día escribe, trabaja, y, pero también muchos textos que recién ha publicado ya tuviera como en su mente, ya estaba trabajando conceptualmente desde hace años. Y así lo logra. Perfecto, esta es la primera parte de nuestro podcast Salón Berlinés en la Ninfa Eco. Y nos vemos o nos escuchamos en un ratito. Heute sind wir hier noch einmal im Café nebenan. Wir danken, sind sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen können. Wenn ihr was trinken, essen wollt, könnt ihr jederzeit bestellen. Sonst gibt es nachher in der Pause auch Weinbier und wie immer im Hernadas von Gerardo nebenan. Wir beginnen heute mit der Vorstellung von Esther Andrade und Tobias Schwarz. Ich lese kurz so mal das Licht. Genau. Also als erstes stelle ich Esther Andrade vor. Wir sind sehr froh, dass sie heute bei uns ist. Wir kennen es auch schon länger. Und sie ist in Altaliva in der argentinischen Provinz Santa Fe geboren. Sie arbeitete zunächst in Lima in Peru als Journalistin und kam 1980 nach Europa. Sie ließ sich in West-Berlin nieder. 1995 kehrte sie nach Argentinien zurück und lebte 8 Jahre in Buenos Aires. Seit 2003 lebt und schreibt sie wieder in Berlin. Sie träumte davon, meinte sie einmal, dass Berlin und Buenos Aires durch unterirdische Tunnel verbunden wären, sodass man schnell zwischen den Metropolen wechseln kann. Sie hat Essays, Kurzgeschichten, Mikrofiktion, Gedichte und Romane veröffentlicht. Ihre literarischen Reportagen über Kultur, Migration und Erinnerung sind in verschiedenen Medien in Lateinamerika, Spanien und Deutschland erschienen. Sie ist auch Herausgeberin der Anthologie Vivir en otra lengua, in einer anderen Sprache leben, in der die Literatur von lateinamerikanischen Autoren und Autorinnen, die in Europa schreiben, vorgestellt wird. Ihre Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt, unlängst ins Isländische. Aufs Deutsche übersetzt sind ihre Bücher Mein Berlin, Streifzüge durch eine Stadt im Wandel. Hier ist es auch hier, genau. Mikrokosmen, Mikrokosmikas und 3 Verräterinnen. Genau, kann man sonst sicher bestellen und im Klangverlag erschienen. Tobias Schwarz wurde in Osnabrück geboren und ist im Landkreis Grafschaft Bentheim aufgewachsen. Das liegt, wie wir schon vorhin erfahren durften, nahe der niederländischen Grenze. Er lebt seit 1997 in Berlin und hat dort an der Freien Universität Literatur und Philosophie studiert. Nach einem Auslandssemester in Rom zeitweise in der Psychiatrie gearbeitet. Tobias Schwarz schreibt seit den späten 90er Jahren literarische Texte. Sein Debütroman Film B erschien 2007. Seitdem sind zahlreiche weitere Romane erschienen, zuletzt in den letzten 3 Jahren Vogelpark,
Morpho the Ladies. Daraus wird er heute auch vortragen. Das ist da auch, kann man auch kaufen heute. Und Landkrag, ein Band mit Erzählungen. Das ist der. Genau. Tobias Schwarz hat zudem zahlreiche Theaterstücke verfasst, die an Berliner Theatern aufgeführt wurden. Und er inszeniert auch häufig szenische Lesungen seiner Werke. Von 2007 bis 2009 führte Tobias Schwarz auf www.tobiasschwarz.de einen Blog über Kultur in Berlin. Und er übersetzt aus dem Englischen, er hat unter anderem die Biografie über Virginia Woolf von Roger Fry übersetzt. Ja, oder ist dabei, ist noch nicht erschienen. Also genau. Das kommt nächstes Jahr. Und ich habe gesehen, er übersetzt auch Afra Behn, die ich gar nicht kannte, eine englische Schriftstellerin aus dem 17. Jahrhundert. Ich habe gelesen, die erste Berufsschriftstellerin. Mhm. Also sehr spannend. Vielleicht die Erfinderin des modernen realistischen Romans, wie wir ihn kennen. Ja. Also. Vielleicht erzählst du später noch, wie du da hier gekommen bist, darauf gekommen bist. Sehr schön, sehr interessant. Und er hat auch zahlreiche Stipendien bekommen und Preise gewonnen. War Stipendiat des Literarischen Kolloquiums Berlin 2013 und ich erwähne noch das letzte Arbeitsstipendium, das vom Übersetzerfonds für ihn die Übersetzung der Virginia Woolf-Biografie. Herzlich willkommen beide und wir freuen uns auf eure Texte. Okay, y yo no lo dije en el idioma de Cervantes, pero los libros, todos los ejemplares que han traído los autores hoy, están a la venta. Así que quien quiera agenciarse con alguno, no tiene más que preguntarle a ambos dos. ¿Y quién quieres que empiece? No nos pusimos de acuerdo. ¿Querés empezar? Sí, se puede. Dale, empieza Esther con lo que tiene en español y luego Ingeborg le da su traducción. Y luego leerá Tobías y yo leeré la traducción en español de Tobías. ¿Tú lees en alemán de Tobías? Yo leo en alemán de Tobías, sí. ¿Y en alemán también? Tu alemán también. Porque es un alemán de Tarifa. Exacto. ¿Tú te vas a parar? Sí. Me siento. No. Bueno, voy a leerles. Primero, muchísimas gracias por este espacio. Me parece un espacio genial. Porque realmente, cuando me pongo a pensar cuántos autores de idioma español vivimos en Berlín, así sin pensarlo mucho, me salen 50. He pensado, no sé cuántos tenemos, muchísimos más. Y esta relación con el idioma alemán me parece muy interesante. Así que, muy bien, excelente Salón Berlín. Ich übersetze das kurz, Esther, für die, die kein Spanisch können. Genau, Esther, danke, dass Sie hier sein darf. Und sie freut sich sehr, dass es den Salon Berlines gibt, denn sie sagt, spontan würden ihr 50 spanischsprachige Autoren einfallen, spontan. Das heißt, wenn sie nachdenken würde, überlegen würde, dann wären es noch sehr viel mehr. Und dann eben diese Möglichkeit, gleichzeitig eben auch mit deutschsprachigen Autoren in Kontakt zu treten, ist was ganz Besonderes. Finden wir auch. Bien, y voy a leerles un texto de este libro, que se titula Mi Berlín. Crónicas de una ciudad mutante. Es un libro escrito hace bastantes años, pero fue escrito a lo largo de muchos años más. Yo hace más o menos 30 años vivo en Berlín, o más de 30. O sea que este libro fue el libro que fue escrito sin pensar que era un libro, porque iba escribiendo yo textos sobre esta ciudad a medida que iban pasando las situaciones y las cosas. Este último texto, el texto que voy a leerles de hoy, es del año 2013, noviembre de 2013, noviembre. Y como es noviembre, noviembre para mí es la memoria, y es un texto para mí que es la memoria de esta ciudad y la memoria también personal. El nombre de las piedras. Primero, I am Tom, dice. Ha venido de Inglaterra con la mayor parte de la familia, gente joven. Pero ya está viejo, le cuelgan los pantalones sobre sus piernas delgadas. Su nariz enrojece, sus ojos detrás de gruesos cristales esconden alguna lágrima. Una gorra le cubre la cabeza. Parece un primo de Woody Allen, pero es un berlinés. Nació en el edificio de esta esquina, destruido por los bombardeos durante la guerra, como casi todas las viviendas de este barrio de Berlín, y en su lugar se construyeron departamentos sencillos durante la posguerra. Acá vivían el físico Albert Einstein y también la editora Lisa Matías, por quien Tucholsky perdió la cabeza, y la poeta Else Lasker-Schüler y la cantante Claire Waldorf. Todos ellos se vieron obligados a emigrar en 1933, cuando Hitler fue ungido canciller, hace 80 años.
La familia de Tom y algunos vecinos nos hemos reunido en la esquina donde se van a colocar las placas de bronce. Perdón. Las placas de bronce que recuerdan a los Meyer, arrancados de sus viviendas y asesinados en Auschwitz. Stolpersteine se denominan en alemán. Piedras para tropezar, piedras para recordar. En cada placa de 10 centímetros por lado se graba el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, el día de la deportación, el lugar del asesinato. Colocarlas es casi tan arduo como el ejercicio de la memoria. Se quitan algunos pocos adoquines de la vereda, se hace un colchón de cemento y luego se incrustan las placas. Se dividen al piso como huellas que se resisten a borrarse. Hay lugares donde se siente el temblor de tantos pasos perdidos. 5 acá, 8 allá, 3 más adelante. ¿Cómo hicieron para no verlos? ¿Cómo para no darse cuenta? Es triste lo que les voy a contar, dice Tom, pero es la historia. Aunque tampoco es tan triste, porque acá no ha muerto nadie. Solo muere alguien cuando ya no se nos nombra. Y ahora nombramos a mi abuela, a mis tíos, a mis primos. Son los Meyer. Hoy aprendí la palabra primo, dice Tom. Mi padre nos educó en el idioma inglés. Somos ingleses, nos dijo. Pero Tom insiste, somos multinacionales, multiculturales. Y repite, solo se muere alguien cuando se lo olvida. Nuestra familia estuvo largo tiempo perdida. Ahora estamos otra vez todos juntos. En Berlín, en Inglaterra, en el mundo. Le alcanza una rosa. Él la coloca sobre la piedra. Con todo mi amor y mi recuerdo, dice, en alemán. Y se le quiebra la voz. Me estalla un dolor en la garganta. ¿Dónde quedó la familia de mi abuelo? ¿Dónde sus hermanos? ¿Dónde los que naufragan? Gracias al mar que no se tragó a mi abuelo. Dos. Cada baldosa, cada piedra, cada casa, todo puede recordar lo que ya no está, lo que alguna vez fue, lo que ha sido. Cualquier piedra que levantes desnuda, renuevan el entrabado desde hoy, escribe Paul Celan. En 1933 vivían en Berlín unos 170.000 judíos alemanes. Al principio de 1940 quedaban apenas 80.000. En 1941 comenzaron las deportaciones. En 1943 eran solamente 27.500, en abril 18.300, en junio 6.800. Y porque miles es una cifra vaga, pero que encierra nombres y destinos únicos, hace más de una década, el artista plástico Gunther Demnig decidió instalar en cada vereda de Berlín las primeras de Stolpersteine con el nombre y apellido y la edad y el tiempo. Perdón. Hace más de una década, el artista plástico Gunther Demnig decidió instalar en una vereda de Berlín las primeras Stolpersteine con el nombre y apellido y la edad y el día de la deportación de 50 personas. Fue en mayo de 1996 y en una iniciativa organizada por la NGBK, la nueva Asociación de Artistas Visuales. Desde entonces la acción se volvió colectiva. 40.000 piedras ya tienen nombres en 700 lugares de toda Europa. Instituciones, familiares de los desaparecidos, vecinos de los edificios, se ocupan de instalar el destino de cada uno de los ciudadanos deportados y asesinados en los campos de concentración. Una vez que se conoce la historia de cada uno de los habitantes desaparecidos del edificio, se graban las placas y se instalan las veredas. Tres. Mi abuelo llegó a Buenos Aires en un barco. Se embarcó en Trípoli como polizón, escondido en la bodega con otros refugiados como él, para arribar a Marsella, donde logró blanquear a la mayoría su situación. Venía de Siria a principios del siglo XX, cuando esos territorios estaban ocupados por el Imperio Otomano. Mi abuelo no tenía un pasaporte. Su nombre fue cambiando según el capricho, el idioma o la ortografía de los empleados de inmigración de los puertos donde viajaba. No sé nada de él. No hay un registro de su llegada al país. No estuve en el hotel de inmigrantes como yo creía. No tuve edad para preguntarle cuando lo conocí. Pero me acuerdo que aspiraba a perpetuar su apellido. Todo o casi todo salió al revés. El apellido que me legó mi abuelo es el itinerario de su migración. 4. No fue fácil indagar el destino de quienes nos precedieron en esta casa donde vivo. Porque los inquilinos y propietarios judeo-alemanes de este edificio, como de otros también, nos fueron arrastrados de un día para otro a los campos de concentración.
Las familias eran trasladadas a un lugar de tránsito donde se decidía su destino según su clasificación. Los ancianos, los enfermos, los discapacitados, los niños, los jóvenes y adultos con aptitud para trabajar. Durante la guerra, el edificio fue alcanzado por una bomba incendiaria que destruyó gran parte de los techos y provocó el derrumbe de los muros. El ascensor quedó intacto. Y como los cimientos eran suficientemente sólidos, la reconstruyeron. La señora Hertel, que vive en la planta baja desde el principio de los 70, se encargó de la investigación. Puso anuncios en el periódico, en la web y en el Museo del Distrito. Buscó incansablemente en los catastros de la municipalidad. Y al cabo de 2 años dio con los nombres de quienes no habían podido escapar de la telaraña nazi. En el legajo figuraba Abreise, partida. Era el eufemismo para ocultar el transporte definitivo, la solución final. Quinto. Estaba soleado el día que pusieron las placas en la vereda de esta casa donde vivo. Sexto. En el edificio vive una familia coreana. Llegaron después de la guerra, los hijos nacieron en Berlín, pero sus rasgos siguen siendo orientales. ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo hace que estás acá? ¿Cuándo te regresas? Son las preguntas de rigor para los extranjeros o los que portan rostros diferentes. Cuando en los años 60, y dada la escasez de mano de obra, Alemania invitó a trabajadores de diversos países, se pensó que más temprano que tarde, estos regresarían a sus lugares de origen. Pero la mayoría no volvió. Porque no pudieron hacerlo, o porque ya no lo deseaban, o porque trajeron a su familia y los hijos se asimilaron. Hoy, un 40% de los jóvenes menores de 20 años que viven en esta ciudad tienen un progenitor oriundo de otro país, o ambos padres, o el mismo ha nacido en otro país. La diversidad que un día fue destrozada está otra vez aquí. Séptimo. La diversidad destrozada. Así se llama la exposición permanente que circula por todo Berlín. Cada barrio, cada plaza, cada vereda. Cada barrio, cada plaza, cada vereda evoca los 80 años de la entronización del nazismo en este país, el 18 de enero de 1933. En el Museo Histórico y en cada lugar estratégico se llegan columnas con historias de vida que evidencian la destrucción de la diversidad durante los años del nazismo. La diversidad que ahora ha vuelto a poblar Berlín. La diversidad que significa libertad. Octavo. La colocación de cada placa es un arte. Hay que firmarlas muy especialmente para que nadie venga por la noche a arrancarlas, como ya han hecho en algunos lugares, o a profanarlas. El procedimiento toma su tiempo. Los vecinos hemos sido citados a las 11 de la mañana y estamos todos, los del primer piso y los del segundo, los del tercero y los del cuarto. Noveno. Mis padres están de vacaciones en Corea, pero yo, aunque ya vuelvo acá, no quise dejar de venir. Esta casa es mi infancia y mi juventud, y esta es mi ciudad. Aunque muchos creen que soy chino, o coreano, o japonés. Pero soy berlinés, dice el joven que ha venido en representación de su familia. Y acá estoy yo, viendo a mi abuelo, que huye del Medio Oriente, antes que su país se convirtiera en la lengua de fuego que se traga a sus padres. Y a mis abuelos que vinieron de Italia arrasados por hambrunas. Tantas sangres confluyen en este momento en la vereda mientras el tercero afirma meticulosamente las placas. Décimo. Entonces habla la señora Hertel. Cuenta de su peregrinaje por un sitio y otro hasta encontrar respuesta a sus preguntas. Quienes vivían acá eran personas con nombre y apellido. Una vida de la que poco o nada sabemos. Poseían frazadas y abrigos que debieron entregar aunque era invierno. Son 5, pero no son un número. Son personas con una vida, una familia, sueños, una historia arrancada. Ida Julie Auerbach, que ya era una anciana, y sus hijos adultos, Alfred y Hans. Siegfried Meyer, del que poco o nada se sabe, y el más joven, Ida Hellmann, 31 años. Antes del uprising, debían declarar sus pertenencias. Ida Hellmann declaró nada. Nada poseía, ni siquiera una manta. La historia de estas personas está en el legajo que guardaron los asesinos. Los administradores del régimen registraron con meticulosidad el despojo. Nombrar las personas, contar la vida, fue un momento único. No exagero si digo que las lágrimas llegaron a nublar la mitad del vecindario, aunque hayan pasado 80 años. 11, o un décimo. Todos los días llegan a Berlín refugiados que huyen de la guerra civil de Siria. Familias enteras, niños, mujeres.
o los africanos que ya no tienen lugar en Lampedusa. Los distritos disponen de escuelas y centros deportivos como alojamientos temporarios. Las iglesias y grupos ciudadanos organizan cadenas de solidaridad. Pero hay también fanáticos neonazis que realizan violentas manifestaciones para amedrentar a la población en los barrios donde realizan los refugiados. La libertad, como la diversidad, es un bien precario. Ser libre es como ser feliz. No hay tiempo para dormirse en los laureles. La diversidad destruida en 1933 retornó, pero hay que defenderla todos los días. Como las piedras de la memoria, que hay que pulir una vez por semana para evitar que el metal se deteriore. Gracias. Auf Deutsch? Lese ich jetzt auf Deutsch. Mhm. Aus dem Buch? Ja. Das ist ein Text aus dem Buch Mein Berlin, Streifzüge durch eine Stadt im Wandel. Das ist ein Buch, das besteht aus Texten, die auch über einen längeren Zeitraum entstanden sind. Und der Text, den Esther gelesen hat, der heißt auch November, oder ist ja, und November ist für sie auch ein Erinnerungsmonat. Und ich lese einen Auszug aus dem, also etwas kürzer als was sie gelesen hat. Der Name auf den Steinen. I am Tom, sagt er. Er ist aus England hergekommen mit dem Großteil seiner Familie, jungen Leuten. Allerdings ist er schon alt. Die Hose hängt ihm an den dünnen Beinen herunter. Seine Nase rötet sich, seine Augen verbergen hinter dicken Brillengläsern die ein oder andere Träne. Eine Mütze bedeckt seinen Kopf. Er sieht wie ein Cousin von Woody Allen aus, ist jedoch Berliner. Geboren wurde er in dem Wohnhaus an dieser Ecke, das im Krieg zerbombt wurde, wie fast alle Gebäude dieses Berliner Stadtviertels, und in der Nachkriegszeit wurden stattdessen einfache Wohnungen gebaut. Hier lebten der Physiker Albert Einstein und auch die Verlegerin Lisa Matthias, die Tucholsky den Kopf verdrehte, und die Dichterin Else Lasker-Schüler und die Sängerin Claire Waldoff. Sie alle sahen sich gezwungen, 1933 auszuwandern, als Hitler Reichskanzler wurde, vor 80 Jahren. Wir haben uns mit Toms Familie und einigen anderen Nachbarn an der Ecke eingefunden, wo die Messingschilder angebracht werden sollen, die an die Meyers erinnern, die aus ihren Wohnungen herausgerissen und in Auschwitz ermordet wurden. Stolpersteine, Steine, über die man stolpert, Denksteine. Auf jedem einzelnen dieser 10x10 cm großen Betonquader wird ein Messingschild angebracht, worauf der Name der Person eingraviert wird, ihr Geburtsdatum, der Tag der Deportation, der Ort der Ermordung. Sie einzusetzen ist fast so mühselig, wie das sich erinnern. Man nimmt ein paar Pflastersteine aus dem Bürgersteig, kleidet das entstandene Loch mit einer Zementschicht aus und setzt dann die Gedenksteine ein. Sie haften am Boden wie unauslöschliche Spuren. An manchen Stellen spürt man die Erschütterung der vielen vergeblichen Schritte. 5 hier, 8 dort, 3 weiter vorn. Wie kam es, dass sie sie nicht sahen? Wieso haben sie nichts gemerkt? Ich werde euch etwas Trauriges erzählen, sagt Tom. Aber so ist die Geschichte nun mal. So traurig ist sie auch wiederum nicht, weil hier niemand gestorben ist. Nur der stirbt, dessen Name nicht mehr genannt wird. Und jetzt nennen wir die Namen meiner Großmutter, meiner Onkel, meiner Neffen. Das sind die Meyers. Ich lernte heute das Wort Neffe, sagt Tom. Mein Vater erzog uns auf Englisch. Wir sind Engländer, sagt er zu uns. Aber, beharrt Tom, wir sind multinational, multikulturell und wiederholt, man stirbt nur, wenn man vergessen wird. Unsere Familie war lange verschollen. Jetzt sind wir alle wieder zusammen. In Berlin, in England, auf der ganzen Welt. Sie reichen ihm eine Rose, er legt sie auf den Stein. Mit meiner ganzen Liebe und meiner Erinnerung, sagt er, auf Deutsch. Und die Stimme bricht ihm. Heftiger Schmerz in meiner Kehle. Wo blieb die Familie meines Großvaters? Wo seine Geschwister? Wo die Schiffbruch erleiden?
dank dem Meer, das mein Großvater nicht verschlang. Jede Fliese, jeder Stein, jedes Haus, alles kann an das erinnern, was nicht mehr ist, was einmal war, was gewesen ist. Welchen der Steine du hebst, du entblößt, die des Schutzes der Steine bedürfen, nackt, erneuern sie nun die Verflechtung? Schreibt Porzellan. 1933 lebten ca. 170.000 deutsche Juden in Berlin. Anfang 1940 waren es nur noch 80.000. 1941 fingen die Deportationen an. 1943 waren es nur 27.500, im April 18.300, im Juni 6.800. Und da Tausende eine abstrakte Zahl ist, die jedoch Namen und einzigartige Schicksale beinhaltet, beschloss der Bildhauer Gunter Denning vor 2 Jahrzehnten auf einem Berliner Bürgersteig, die ersten Stolpersteine mit den Vor- und Nachnamen und dem Alter und dem Tag der Deportation von 50 Personen zu installieren. Das war im Mai 1996 im Rahmen einer Initiative, die das NGPK, die Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, auf den Weg brachte. Seitdem ist daraus eine Gemeinschaftsaktion geworden. 40.000 Steine wurden bereits mit einem Namen versehen an 700 Orten in ganz Europa. Institutionen, Angehörige von Verschwundenen, Nachbarn bemühen sich, das Schicksal jedes einzelnen Bürgers aufzuklären, der deportiert und in einem der Konzentrationslager ermordet wurde. Wenn man die Geschichte eines jeden einzelnen Bewohners kennt, der aus dem Gebäude verschwand, werden die Gedenktafeln beschriftet und in die Bürgersteige eingelassen. Mein Großvater kam mit dem Schiff nach Buenos Aires. Er ging in Tripolis als blinder Passagier an Bord, hielt sich im Laderaum versteckt mit anderen, die wie er Flüchtlinge waren, um in Marseille an Bord zu gehen. Entschuldigung. Wo er seinen Status halbwegs klären konnte. Er kam aus Syrien zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das damals wie andere Länder dieser Region unter Besatzung des Ottomanischen Reiches stand. Mein Großvater hatte keinen Pass. Sein Name änderte sich je nach Laune, Sprach- und Rechtschreibkenntnissen der Einwanderungsbehörden, der Häfen, in denen es vor Anker ging. Ich weiß nichts über ihn. Es gibt kein Register von seiner Ankunft im Land. Er war nicht im Hotel der Einwanderer, wie ich vermutete. Ich war noch viel zu jung, um ihn diesbezüglich zu fragen, als ich ihn kennenlernte. Ich erinnere mich jedoch, dass er seinen Namen zu verewigen gedachte. Alles oder fast alles schlug fehl. Der Nachname, den mir mein Großvater vermachte, ist die Wegstrecke seiner Migration. Ich übersetze euch von Margit Klinger-Cabijo. Übersetzung von Margit Klinger-Cabijo. Continuamos con Tobías. Uh-huh. ¿O quieren tomarse una pequeña pausa? Quienes estén tosiendo, quieren no. Seguir fumando. No, sí. ¿Seguimos? Sí. Okay. Entonces Tobías va a leer su parte y luego le haremos la traducción al español. Okay, also bevor ich anfange, muss ich kurz sagen, dass ich Esther Andradis mein Berlin gelesen habe und beim Lesen gedacht habe, es ist jetzt lustig, dass genau die Geschichte vorgetragen wird, ob ich nicht vielleicht doch, da hatten wir uns aber hierfür schon entschieden, ob ich nicht doch eine Geschichte aus Landkrank vorlese, in der eine jüdische Familie aus Berlin-Moabit flieht über die Grafschaft Bentheim, das ist eigentlich der Ort, wo das Ganze spielt, und am Ende geht es eben auch um die Stolpersteine, ne? Und das Thema Erinnerung spielt eine große Rolle. Es ist aber auch in Morphopeleides so, dass die Erinnerung eine große Rolle spielt und ich kann das jetzt, es ist ein dickes Buch, Familienepos über mehrere Generationen und es sind eben zwei Figuren dabei, ein jüdischer Junge, der den Holocaust überlebt und dessen Lebensgeschichte ich leicht inspiriert durch eine wahre Begebenheit erzähle und die Geschichte eines anderen Jungen, der
als Sohn eines Lagerkommandanten in Auschwitz aufwächst und dann aber nach dem Krieg, der Vater überlebt das nicht, sich distanziert und Karriere macht als Insektenforscher und die ganze Vergangenheit massiv verdrängt. Also so viel nur vorweg, und es geht um die Enkelgeneration auch, die sich dann begegnen. Sí, dice Tobias que antes de venir aquí había leído el libro de Esther y por un momento había pensado si leer en vez de la novela que nos va a presentar ahora, de leer algo del libro de sus cuentos, porque también allí tiene un cuento que trata de de algo un poquito parecido, de una familia de Moabit que tenía que refugiar durante el nazismo, y también habla de esas piernas, ¿no? De los Stolpersteine en su cuento, pero al final se quedó con la novela que ya estaba había pensado presentar, y también trata de la memoria, porque sus protagonistas son un niño judío y otro niño que es hijo de una guardia de un campo nazista, pero su padre se ha muerto ya, y él va a ser como un trata de con insectos y quiere reprimir el pasado. Okay. Und mehr sage ich jetzt nicht, weil ich einfach ganz vorne anfange. Sí, empieza por el inicio de la novela. Y después lo vamos a escuchar con la traducción. Ein Mann muss töten können, hörte der Junge eine Stimme sagen, doch er blickte weiter starr geradeaus. Am östlichen Rand des Feldes, vielleicht in einer Entfernung von 100 Metern, standen kahle Bäume, Gerippe von Silberpappeln und Weiden, deren Äste sich wie Arme langsam hin und her zu bewegen schienen. Davor Stoppeln, weiße Landschaft, aus welcher schwarze Erdflecken durch den Schnee schimmerten. Weiter hinten, noch hinter den gespenstisch anmutenden Bäumen, lag der große graue Fluss, auf dem die Eisschollen an dieser Stelle langsam nach Norden trieben und an dessen Ufern das vertrocknete Schilfrohr stehen geblieben war und sicher einige gute Versteckmöglichkeiten bot. An den Spitzen des Schilfes wehten noch die ausgebleichten Blütenrispen im Wind. Es war auf die Distanz gut zu erkennen. Am Flussufer vorbei führte der Weg, den sie genommen hatten, den die von den SS-Männern zusammengetriebene Kolonne, eine von vielen, die sich aus dem bereits weitestgehend geräumten Lager in Bewegung gesetzt hatte, marschiert war und den auch die Wagen genommen haben mussten, die erst vor wenigen Augenblicken unmittelbar neben ihnen angehalten hatten. Auf der anderen Seite des Feldes, der Westseite, wuchsen Tannen und Fichten, ein dichter, schneebedeckter Nadelwald. Weit war es nicht bis dorthin. Zu Hunderten waren sie früh am Morgen aufgebrochen und hatten den Lagerkomplex verlassen, ohne allerdings zu wissen, was sie hier draußen erwartete und wohin es gehen sollte. Nordwestwärts marschierten sie, so viel war klar. Eis und Schnee überall, soweit das Auge reichte. Fliehende Soldaten und Zivilisten, soweit das Auge reichte. Die Straßen waren voll von ihnen. An den Rändern hatte er verstümmelte Leichen gesehen, Fahrzeugwracks und tote Pferde. Der Junge, der in einer Reihe neben den anderen Lagerinsassen zitternd auf dem festgefrorenen Boden kniete, wusste nicht, wie viele sie insgesamt waren, wie viele den Marsch hatten unterbrechen müssen, vielleicht 10 oder 15, die, wie er, nicht mehr weitergekonnt hatten und auf der Strecke zusammengebrochen waren. Ein Mann muss töten können. Ich habe es dir immer gesagt. Jetzt stell dich nicht so an. Die in seiner unmittelbaren Nähe, ungeduldig in die Kälte gezischten Worte konnte er deutlich hören. Er hatte nicht nur gute Augen, sondern auch gute Ohren. Was für ein Idiot, dachte Svetlana. Die Worte wanderten lautlos über ihre Lippen. Ihr Blick folgte den rot leuchtenden Rücklichtern, deren Ränder in alle Richtungen zu zerlaufen schienen. Innerlich
schrie sie ihm noch weitaus schlimmere Begriffe hinterher. Aber das Auto, das sie eben beinahe gestreift und umgeworfen hätte, ein dunkler SUV, fuhr einfach weiter, als wäre überhaupt nichts geschehen. Der Fahrer würde sie ohnehin nicht mehr hören, das wusste sie. Vielleicht hatte der alte Sack es nicht einmal bemerkt und die Konturen des Wagens verschwammen bereits in der Dunkelheit. Also ließ sie es bleiben und versuchte, mit ihrem Fahrrad noch mehr Abstand zu halten, ohne zu wissen, wie sie das anstellen sollte. Sie fuhr auf der Straße, direkt neben den Autos her. In diesem Abschnitt gab es keinen Radweg, aber das machte ihr nichts aus. Im Gegenteil, in Berlin fühlte sie sich sicher, trotz der Idioten. Seit sie hier lebte, fühlte sie sich sicher. Alles in allem sicherer jedenfalls als früher, in der Zeit, bevor sie hergezogen war. Dennoch trat sie, wenn sie abends oder nachts allein mit dem Fahrrad an dunkleren und unbelebteren Ecken vorüberfuhr, kräftiger in die Pedale. Sie konnte sich nicht helfen. Die Radwege lagen nun einmal näher an den im Dunkeln, auch hier so bedrohlich wirkenden Grünflächen, den finsteren Parks und Friedhöfen und den unheimlichen Baustellen oder Brachflächen, als es die Straße tat. Sie fuhr an solchen Stellen meistens dennoch auf der Straße, auch wenn es einen Fahrradweg gab. Das geschah aus einer unmittelbaren Vorsicht heraus, die nicht von ihrem Kopf ausging. Ihr Körper tat das. Vielleicht, so sagte man hier in Deutschland, Vorsicht, so sagte man hier in Deutschland, sei die Mutter der Porzellankiste. Sie hatte das kürzlich erst in einem Fahrradladen aufgeschnappt, passenderweise, wie sie fand. Die Redensart aber zuvor nicht gekannt, obwohl sie von Kindesbeinen an auch Deutsch gesprochen hatte, als zweite oder, wenn man so wollte, eigentliche Muttersprache. Ihr gefiel der Satz, auch wenn einem der Gedanke in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Autos gerade mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährlich nah an ihrem Fahrrad vorbeirasten, für reichlich paradox halten konnte, das war ihr schon klar. Ihre Mutter, gutes, liebes Mütterchen, die sich ständig um sie sorgte und die sie beinahe jeden Tag anrief, seit sie in Berlin, das hieß, seit sie in Deutschland lebte. Ihre Mutter hätte es jedenfalls nicht gut geheißen. Ja, sie wäre restlos entsetzt gewesen, ihre Tochter, ihr Ein und Alles auf der Straße so unmittelbar neben den Autos herfahren zu sehen. Sie wäre angesichts dieser Leichtsinnigkeit, die sie darin erblickt hätte, vermutlich sofort in Ohnmacht gefallen. Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Nein, in ihrer Vorstellung sah sich Svetlana weit lieber von einem Auto angefahren oder sogar überfahren, als den Bedrohungen, die im Dunkeln lauerten, ausgesetzt. Aber da vorne waren wieder Häuser, sogar einige Bars und Kneipen, vor denen Leute saßen. Ein paar Meter nur, dann hatte sie es geschafft. Sie bemühte sich, an etwas anderes als an die Dunkelheit zu denken. Die dunklen Gedanken, die sie mit gewohnter Zuverlässigkeit immer wieder einholten, wenn auch in großen Abständen. Und es stimmte ja alles in allem dennoch, dass sie sich in der Stadt unter Menschen sicher fühlte, sicherer als früher. Und wenn nicht immer, so doch meistens, überwiegend, alles in allem. Phasenweise fühlte sie sich vollkommen unbeschwert. Ausnahmen bestätigten die Regel, ja. Noch so eine Redewendung, die sie allerdings schon gekannt hatte und die sie wusste nicht genau warum, als besonders deutsch empfand, auch wenn sie irgendwo gelesen hatte, dass sie eigentlich lateinischen Ursprungs war. Svetlana befand sich auf dem Weg nach Hause, wo sie mit Agnieszka, ihrer polnischen Mitbewohnerin, die abends, wenn überhaupt, immer erst spät ins Bett ging, noch ein Glas Wein trinken und ihr ihre Eindrücke mitteilen wollte. So taten sie es häufig. Mal erzählte die eine, mal die andere, und dazu tranken sie eine Flasche Wein. Der Film, den sie im etwas versteckt liegenden Arsenalkino am Potsdamer Platz gesehen hatte, der nicht nur am Abend von Schatten von Menschen, von Scharen von Menschen bevölkert wurde und in bunten Lichtern leuchtete, vor allem war es die weithin sichtbare Kuppel des Sony Centers, die wie ein Chamäleon die Farben wechselte, nur eben greller, war seit Jahren einer von Svetlanas absoluten Lieblingsfilmen. Er hieß Wilde Erdbeere. Sie wusste nicht mehr, wie oft sie ihn schon gesehen hatte. Natürlich hatte sie ihn auch schon zusammen mit Agnieszka gesehen, aber diesmal war es für sie das erste Mal auf großer Leinwand gewesen, das erste Mal in einem Kino. Solche Filme waren einzig fürs Kino gemacht, dachte sie, und empfand es jetzt beinahe schon als frevelhaft, sich ihn immer wieder auf dem Laptop angesehen zu haben. Aber das war bis zu diesem Abend die einzige Möglichkeit gewesen, sich ihn überhaupt anzusehen.
Ingmar Bergman würde sich, wenn er das wüsste, im Grab umdrehen. Jeder Regisseur, der seine Werke fürs Kino schuf, täte das. Noch bevor sie den Film gekannt hatte, hatte sie der Titel, auf den sie irgendwann, irgendwo einmal in einem Buch oder Magazin gestoßen war, angesprochen und lange beschäftigt. Wilde Erdbeeren. Es war ein wirklich grandioser Titel, der sofort verschiedene Waldassoziationen und konkrete Erinnerungen in ihr wachgerufen hatte. Sie liebte den Wald, die dunklen Nadelwälder ihrer fernen Heimat, die nicht mehr ihre Heimat war, dachte sie. Und sie liebte wilde Erdbeeren, die dort in Russland, in der weiten Okadon-Ebene, in den Wäldern im Norden der Stadt Teschki, wo sie ihren Großvater so oft bei seinen Streifzügen begleitet hatte, zuhauf wuchsen und die sie und ihr Großvater immer gepflückt und in kleinen, bis zum Rand gefüllten Körben mit nach Hause getragen hatten. Wilde Erdbeeren. Der Titel hatte sie auf eine so magische Weise angezogen, dass sie sich sofort die DVD bestellen musste. Es war noch nicht lange her, da hatte sie den Filmtitel im Kulturprogramm einer Zeitung entdeckt, die sie bei ihrem letzten Friseurbesuch eher beiläufig durchgeblättert hatte und dem Tag der Vorführung seitdem regelrecht entgegengefiebert. Der Film war Teil einer Ingmar Bergman-Retrospektive, die über mehrere Wochen im Arsenal gezeigt werden sollte. Auch einige seiner anderen Filme wollte sie sich unbedingt noch ansehen. Leider hatte Agnieszka keine Zeit gehabt, mit ihr ins Kino zu gehen, da sie noch eine Website für einen Kunden einrichten musste, hatte sie gesagt, eine Arbeit, die Agnieszka hasste, da sie sie unerträglich fand, stumpf, stupide und sterbenslangweilig. Zu dem ganzen IT-Kram, mit dem sich Agnieszka tagtäglich beschäftigte, hatte Svetlana kein Verhältnis. Insofern verstand sie nur vage, was ihre Mitbewohnerin daran störte, Websites einzurichten und was ihr empörtes »Hey, ich bin schließlich Programmiererin, ich entwickle Software« eigentlich genau bedeutete. Sie war schon froh, dass sie ihr Laptop einigermaßen handhaben konnte. Einigermaßen. Svetlana schob ihr Fahrrad hastig durch den Innenhof, der nur schwach beleuchtet war. Agnieszka hasste ihre Arbeit, sie dagegen hasste den Innenhof. Aber vielleicht war es doch weniger schlimm, den Innenhof zu hassen als seine Arbeit. Ihr Blick fiel auf die Glühbirne, die flackerte, als würde sie jeden Moment erlöschen. Sie schloss das Fahrrad ab und eilte die Treppe hinauf in ihre Hinterhauswohnung im ersten Obergeschoss. Dort war alles dunkel, registrierte sie enttäuscht, als sie in den Flur trat. Entweder schlief Agnieszka schon, was sie ziemlich überrascht hätte, oder sie war ausgegangen, was nicht weniger verwunderlich gewesen wäre. Sie schaltete das Licht an, lief in die geräumige Küche, schaltete auch dort das Licht an und legte ihre Tasche auf den Tisch. Was tun? Die Tür zu Agnieszkas Zimmer stand offen. Das hieß, dass sie nicht schlief, sondern tatsächlich ausgegangen war. Und ihr hatte sie erzählt, sie hätte keine Zeit fürs Kino. Eine tolle Freundin war das. Sollte sie jetzt allein ein Glas Wein trinken? Einen der Doktoranden im Kolloquium ihres Doktorvaters, Wilhelm hieß er lustigerweise, wie Wilhelm von Humboldt oder Wilhelm II., sie kannte niemanden sonst, der heute noch so hieß, hatte sie kürzlich in einer dieser Diskussionen, bei denen es sich wohl um Relikte aus der Studentenzeit handelte und die sie immer so kindisch und anstrengend fand, einmal sagen hören, dass er, obwohl er viel und regelmäßig trinke, wisse, dass er kein Alkoholiker sei, da er nie allein trinke und auch nicht das Bedürfnis dazu verspüre, wenn er allein sei. Aber was hieß das jetzt für sie? Sie hatte Lust auf ein Glas Wein, war aber allein zu Hause. Machte sie das jetzt zu einer Trinkerin? Und wenn schon. Hier war niemand, mit dem sie hätte anstoßen können. Auf den Film oder auch auf den Regisseur, auf die große Kunst des Filmemachens an sich. Sie hatte, nachdem sie der Kinobesuch so beglückt hatte, nicht einfach Lust auf Wein, nein, es war ihr ein Bedürfnis, jetzt ein Glas Wein zu trinken. Der Wein gehörte einfach dazu. So ein Ereignis musste schließlich angemessen zelebriert werden. Also nahm sie die Flasche aus dem Kühlschrank, entkorkte sie und schenkte sich ein Glas ein, das sie mit in ihr Zimmer nahm, da sie es allein in der Küche trotz der Sitzecke, die Agnieszka dort eingerichtet hatte, nicht gemütlich fand. Auch in ihrem Zimmer schaltete sie das Licht an, setzte sich ans geöffnete Fenster und blickte in den Himmel, von dem sie aus ihrer eingeschränkten Perspektive nur einen schmalen Streifen erkennen konnte. Der Rest war Mauer. Sie nahm einen Schluck und bewegte den Wein langsam im Mund hin und her. Er schmeckte ihr ausgezeichnet, dieser Sauvignon Blanc.
Agnieszka hatte da zur Abwechslung einmal etwas wirklich Gutes ausgesucht, dachte sie, und sie spürte sofort seine entspannende Wirkung, als sie ihn hinunterschluckte. Noch entspannte sie der Wein, aber sie wusste genau, wenn sie mehr als ein bis zwei Gläser trank, würde er sie sehr schnell sehr müde machen. Schlimm wäre das heute allerdings auch nicht mehr. Svetlana fragte sich, wo ihre Mitbewohnerin abgeblieben war. Vielleicht hatte sie einen Anruf bekommen und befand sich auf einem Noteinsatz, weil irgendjemand mit seinem Computer oder einem Programm nicht zurechtkam. Aber um diese Uhrzeit? Nein. Wahrscheinlich war sie doch wieder auf Clubtour und das konnte dauern. Dann dachte sie wieder an den Film oder wollte jedenfalls an den Film denken, ihn noch einmal Revue passieren lassen, darüber nachdenken, wie er dieses Mal auf sie gewirkt hatte und was ihr aufgefallen war, aber es gelang ihr nicht. Geräusche, die aus der Wohnung nebenan kamen, lenkten sie ab. Ihren Nachbarn, der dort schon gewohnt hatte, bevor sie bei Agnieszka eingezogen war, ein knappes Jahr war das her, hatte sie bislang kaum wirklich wahrgenommen, obwohl sie sich im Hof oder im Treppenhaus immer freundlich grüßten. Das taten sie auch dann, wenn sie sich beim Einkaufen auf der Straße oder sonst wo begegneten. Aber sie grüßte auch, soweit sie sie erkannte, die anderen Nachbarn jedes Mal freundlich, ohne anschließend jemals noch einen weiteren Gedanken an sie zu verschwenden. Jetzt sah sie sich auf einmal gezwungen, an ihn zu denken. Ihr blieb gar nichts anderes übrig. Sie schätzte ihn ein paar Jahre älter als sich, vielleicht 5 Jahre, und fand ihn, wenn sie so darüber nachdachte, doch recht attraktiv. Kurze, dunkelblonde Haare, graugrüne Augen, ein ganz anderer Typ als sie mit ihren braunen Haaren und ihren dunklen Augen, die sie von ihrem Großvater geerbt hatte. Eigentlich seltsam, dass sie sich bislang nie weiter für ihn interessiert hatte, fand sie auf einmal. Andererseits aber war es auch wieder nicht so seltsam, hielt sie doch Männer lieber auf Distanz, sie hielt sie sich lieber vom Leibe. Die Geräusche jedenfalls waren eindeutig. Es war das genüssliche Stöhnen einer Frau. Svetlana trank noch einen Schluck, wirklich ein sehr guter Wein, und sie musste auf einmal lächeln. Dieser Nachbar, wer hätte das gedacht? Sie hielt ihr Glas fest in der Hand und lauschte. Nach einer Weile wich das Stöhnen einem aufgeregten Keuchen. Dann hörte sie ein flehendes Wimmern, das wieder zu einem Stöhnen anwuchs und schließlich immer heftiger und lauter wurde, bis die Frau irgendwann schrie. Svetlana hielt sich die Hand vor den Mund. Von ihrem Nachbarn hörte sie keinen Ton. Das Stöhnen und die Vorstellung, wie sich eine Frau lustvoll unter dem Körper ihres Nachbarn wand, erregte sie. Es erregte sie sehr. Nein, unattraktiv war ihr Nachbar wahrlich nicht. Sie knipste das Licht aus und spitzte die Ohren. Sie wollte mehr hören. Ein Mann muss töten können, sagte der Vater, und der Junge, der ihm hinterher trottete, schluckte. Sein verschwommener Blick fiel auf die Birken, die hinterm Haus und die Wiese hinunter am Weiher wuchsen, nah am Schilf, wo er sich so gerne versteckte, um die Libellen, Wasserläufer und Gelbrandkäfer besser beobachten zu können. Die weißen Stämme und das grüne Laub leuchteten im frühen Sonnenlicht, das ihn blendete, wenn er hineinsah. Und er wollte sich schon in irgendwelche schönen Gedanken flüchten, rettende Gedanken, als er wieder die strenge und bedrohliche Stimme neben sich hörte. Ein echter Mann muss töten können, wenn es nötig ist. Du bist jetzt alt genug. Es ist an der Zeit, dass du... Der Junge zuckte zusammen. Er wollte es nicht tun, aber er wusste, es würde kein Weg daran vorbeiführen. Dieses Mal nicht. Der Vater stieß ihn ein paar Schritte vor sich her und griff unsanft nach seinem Arm. Ungeduldig war er, aber das kannte er schon, das war der Vater meistens. Er trug bereits Uniform, das hieß... Er musste anschließend nach der von ihm überwachten und von seinem Sohn vollbrachten Tat gleich aufbrechen zur Arbeit, zu der er nur ein paar Schritte zu gehen hatte, wie jeden Tag. Es blieb nicht viel Zeit und dem Jungen keine Gelegenheit auszureißen und das Weite zu suchen, Richtung Weiher und den Weiden dahinter. Das hatte er auch gar nicht vor, wusste er doch, was ihm blühte, wenn er es noch einmal wagen würde. Wenn er noch einmal wagen würde, etwas ihm so vehement Aufgetragenes zu verweigern. Er kannte seinen Vater.
und auch die schlimmen Folgen seines Zorns, die sich jedes Mal noch lange später auf seinem Hintern abzeichneten und brannten. Da gehorchte er lieber. Es half ohnehin alles nichts, auch wenn er sich nicht vorstellen mochte, was gleich dort hinten, hinter dem Schuppen, den sie ansteuerten, passieren sollte. Alles sträubte sich in ihm dagegen. Er wusste es ja. Der Vater hatte es ihm mit ernster und konzentrierter Stimme genauestens erklärt, jeden einzelnen Schritt, den er zu tun hatte, jeden Handgriff seine Aufgabe. Und auch, dass es kurz und schmerzlos zu geschehen hatte. Trotzdem, vorstellen wollte er es sich lieber nicht. Er konnte es nicht. Stattdessen linste er wieder verstohlen zu den Birken hinüber, zum Schilf und zum Weiher und zu den Weiden und den rauschenden Silberpappeln ganz hinten am Horizont, dort, wo auch der große Fluss floss. Es war hoffnungslos. Keine Libelle, kein Schmetterling zu sehen. Nicht einmal eine Fliege oder Wespe waren so früh am Morgen in Sicht, doch er konnte sich täuschen. Tau lag auf dem Gras, über das sie liefen und in das sich ihre Schritte tief eingruben wie in feuchten Sand. Es dauerte nicht lange, bis sich die einzelnen niedergedrückten Halme wieder aufrichteten und ihre Spuren verwischt wurden. »Zieh dir eine Jacke über, Wieland. Es ist noch frisch draußen«, hatte seine Mutter ihm noch mahnend hinterhergerufen, aber er hatte nicht auf sie gehört. Das tat er selten, wenn es um solche Dinge ging, wenn sie sich einmal wieder um etwas sorgte, das sein Wohlbefinden betraf. Er war sich nicht sicher, ob sie wirklich wusste, was er gleich mit dem Vater hinter dem Schuppen zu tun hatte, hatte aber am Frühstückstisch in dessen Anwesenheit nicht gewagt, sie danach zu fragen. Sie danach zu fragen, ob sie denn wisse, dass er es jetzt doch tun solle. Anders, als es gestern geheißen hatte, anders, als sie vielleicht glaubte. Das hatte er sie fragen wollen, nur nicht unter den drohenden Blicken des Vaters, der ihn, kaum dass das Marmeladenbrot gegessen und das Glas Milch getrunken worden war, zur Eile angetrieben hatte. Vielleicht, dachte er, hätte die Mutter noch etwas ändern, das Schicksal abwenden können. Stand sie nicht auf seiner Seite? Doch nein, sie hätte ihn vor dem, was da auf ihn zukam, nicht schützen können, ob sie es nun gewusst hatte oder nicht. Er war sich nach allem, was er in dieser Sache nun auch von ihr gehört hatte, nicht einmal sicher, ob sie ihn überhaupt hätte schützen wollen. Auch sie fand ja, dass er inzwischen alt genug wäre, Dinge zu tun, die er nie hatte tun wollen. Dinge zu sehen, die er nie hatte sehen wollen. Dinge zu hören, die er nie hatte hören wollen. Dinge, die er sich selbst nicht hätte ausdenken können. Es war bereits der dritte Sommer, den sie in dem großzügigen Backsteinhaus mit dem weitläufigen Grundstück am Weiher erlebten. Hier in der Fremde, unter diesen furchtbaren Menschen, wie die Mutter zu sagen pflegte. Der Vater fand das reichlich übertrieben. Der Junge hatte weder die Sommer noch die Jahre gezählt, aber er hatte es seine Mutter vor kurzem einmal zum Vater sagen hören. Eine Spur von Klage hatte in ihrer Stimme gelegen, wie so oft eine Spur von Klage in ihrer Stimme lag, seit sie hergezogen waren, seit der Vater seine Stelle in der Kommandantur des Lagers hier im besetzten Gebiet im Südosten ihrer alten Heimat angetreten hatte. Es sei bereits der dritte Sommer und es würde auch das dritte Weihnachten werden, hatte sie vorwurfsvoll gesagt. Der Vater hatte die Wohnstube kopfschüttelnd verlassen. Als er sich unter Tränen geweigert hatte, den Sack mit den frisch geborenen Welpen im nicht eben tiefen Wasser des Weihers zu versenken, hatte es vom Vater eine heftige Tracht Prügel gegeben, mit der Reitgerte, zu der er bei solchen Gelegenheiten am liebsten griff. »Das Bockige will ich dir schon austreiben«, hatte er gesagt. Es war nicht lange her, dass er die Schläge erhalten hatte, wenige Tage nur, und die rotblauen Striemen auf seinem Rücken und den Pobacken waren noch deutlich zu erkennen, wenn er sich, wie so oft, beim Ankleiden oder Auskleiden im Spiegel betrachtete. Freya, ihre preisgekrönte deutsche Schäferhündin mit adelig klingendem Namen und Stammbaum, den der Vater in der Schublade seines Schreibtisches im Arbeitszimmer aufbewahrte und nur herausholte, wenn alle paar Monate einer seiner Hundezüchterfreunde bei ihnen zu Hause aufkreuzte, war läufig geworden und hatte sich auf einen herumstreunenden Boxerrüden aus der Umgebung eingelassen, der es in seiner geilen Tollheit, so hatte er es den Vater hören sagen, irgendwie zu ihr über den Jägerzaun geschafft hatte, ohne an seinen spitzen Enden hängen zu bleiben, so wie es ihm einmal passiert war, als er eine Abkürzung vom Weiher aus in den Wald hatte nehmen wollen. Die Mutter,
hatte die beiden Hunde in Flagranti erwischt, ineinander verkeilt unter den Birken und war sofort schreiend zum Vater gerannt, während der Junge dem Liebesspiel der japsenden Tiere noch weiter neugierig zugesehen hatte. Doch es war längst zu spät gewesen und Freya leider trächtig geworden. Seine geliebte Freya, die mit vollem Namen Freya vom Hohen Tor zu Wiebelingen hieß, wobei sein Vater und seine Mutter nicht genau wussten, aber gelegentlich darüber rätselten, ob sich der Name Wiebelingen womöglich vom heidelbergischen Wieblingen ableitete. Aber so wurde sie erklärlicherweise von niemandem gerufen. Der Vater hatte sie, als das Unvermeidbare einige Wochen später sichtbar geworden war, gleich erschießen wollen. So wie er es mit dem Boxerrüden an Ort und Stelle getan hatte, nachdem der Junge ins Haus geschickt worden war. Aber die Mutter, die diese Schäferhündin ganz besonders liebte, die ihre eigentliche Herrin war, so nannte sie es, hatte ihn dazu bewegen können, doch bitte den Wurf abzuwarten und nur die Welpen zu töten, die Bastarde. Es handle sich doch lediglich um Triebe und Instinkte, hatte die Mutter gesagt, um Tiere eben. Die Treue und reinrassige Hündin, die ja immerhin auch eine Stange Geld gekostet habe, würde durch diesen einen bedauerlichen Fehltritt ihr hochwertiges Erbgut nicht verlieren, hatte sie gesagt. Und der Vater daraufhin geantwortet, dass es hier nicht ums Geld gehe, wo kämen wir denn dahin? Und irgendetwas über mangelnde charakterliche Qualitäten gemurmelt, die vielleicht doch genetische Ursachen hätten, einen Defekt. Der Halter des Boxerrüden war ein alter Pole aus einem nicht weit entfernten Dorf, den der Vater, nachdem er das schnell und problemlos in Erfahrung gebracht hatte, durch einen seiner Adjutanten unverzüglich hatte herbeizitieren lassen, damit er das tote Tier, ausgeblutet und mit einer Kugel im Kopf, abhole und bitteschön selbst beseitige. Er könne froh sein, dass er es dabei belasse. Dem Jungen, der irgendwann wieder aus dem Haus hatte kommen dürfen, hatte der alte, unterwürfig gebückt gehende Pole leid getan, seines toten Hundes und auch der herrischen Art wegen, in der sein Vater mit ihm geredet hatte. Es war die Art, auf die er für gewöhnlich mit allen Polen redete. Er war aber froh gewesen, dass es seine Freier nicht getroffen hatte. Immerhin kannte er die Schäferhündin, die ursprünglich dazu vorgesehen war, eines Tages edle, reinrassige Welpen zu werfen, von klein auf, seit sie selbst noch Welpe gewesen war. Seit sie in dem neuen Haus wohnten, war Freya immer da gewesen. Sie war ein Teil der Familie geworden. Sie gehörte dazu, zu ihnen, so wie der Boxer zum Polen gehört hatte, sagte er sich jetzt, wo er wieder daran denken musste und spürte, ohne dass er sich hätte erklären können, weshalb, ein schlechtes Gewissen in sich aufsteigen. Das Bild, wie der alte Mann seinen Hund auf dem Arm davongetragen hatte, ohne eine Miene zu verziehen, hatte sich ihm tief eingebrannt. Er musste immer wieder daran denken. Er konnte es nicht vergessen. Der Vater hatte Freya hinterm Schuppen an die Kette gelegt. Es war nichts Ungewöhnliches, sie kannte das, und legte sich normalerweise in ihre Hütte und schlief dort. Jetzt, als sie um die Ecke bogen, stand die Schäferhündin da, sah ihnen neugierig entgegen und wedelte sogar sachte mit dem Schwanz. Der Junge fand es seltsam, dass sie so fröhlich zu sein schien. Diese munteren Augen, dieser arglose, erwartungsvolle Blick. Immerhin hatten sie ihre Welpen ertränkt. Gerade einmal 2 Tage war das her. Bei dem Gedanken daran schnürte sich ihm immer noch der Magen zusammen. An dem Abend noch hatte er sich erbrochen und dafür vom Vater auch gleich eine schallende Ohrfeige bekommen. Freya, die Kühne, hatte den Vater zuvor in die Hand gebissen, in dem Moment nämlich, als er ihr die Welpen weggenommen hatte, um sie in den Sack zu stecken. Jetzt trug er einen Verband. Er hatte sogar vom Truppenarzt eine Spritze bekommen, prophylaktisch, hatte er gesagt, man könne ja nie wissen, was für Bakterien und Krankheiten so ein Tier in sich trage. Dieser tollwütige Biss war es gewesen, der Freyas Schicksal endgültig besiegelt hatte. Da war er wieder aufgetaucht. Der Defekt. Der Charakterfehler, wie der Vater es nannte. Jetzt sei es nicht mehr zu leugnen, hatte der Vater noch am Tage zuvor beim Frühstück gesagt. Dem Jungen war es da schon wieder etwas besser gegangen. Artfremdes Verhalten, hatte der Vater gesagt. Ein echter, ein deutscher Schäferhund verhalte sich gutartig, zumal seinem Herrn gegenüber, dem er sich zu unterwerfen habe. Gutartig und nervenfest müsse so ein Tier sein. Zumal ein Tier mit solchen Ahnen im Stammbaum, edlen, hochwertigen Ahnen. Freyas Körperform und auch das Fell mochten tadellos erscheinen,
mit ihrem Wesen, aber haperte es doch, das sei mehr als augenscheinlich, das sehe jetzt auch ein Blinder. Es gehe doch, auch wenn er an die Zucht denke und an möglichen reinrassigen Nachwuchs, nicht nur um die äußeren Erscheinungsmerkmale, sondern auch ums Wesen. Form und Inhalt, hatte er spöttisch gesagt, und wieder ganz ernst, dass das eine gelegentlich über das andere hinwegtäuschen könne. Doch auch von der Mutter, die bei allem Verständnis fürs Tier einen solchen Ausfall offenbar weder dulden konnte noch wollte, ein bissiger Hund in einem Haushalt mit Kindern, sie wolle sich gar nicht vorstellen, was da alles passieren könne, was da alles passieren könne. War kein weiterer Einwand mehr zu hören gewesen. Nur hatte sie den Vater gebeten, es selbst zu tun und es nicht den Jungen tun zu lassen. Immerhin habe die Hündin ihn und nicht den Jungen gebissen, hatte die Mutter gesagt. Insofern sei es nur folgerichtig, dass er es täte. Der Vater hatte dann zwar genickt, als würde er ihr zustimmen, und die Mutter schien damit auch gleich zufrieden gewesen zu sein, aber sich offenbar nicht weiter in seine Ansichten und Pläne hineinreden lassen wollen. Im Gegenteil. Es biete sich hier eine Gelegenheit, die er nutzen wolle, hatte er kurz darauf, als sie das Haus bereits verlassen und draußen vor der Tür gestanden hatten, zu dem Jungen gesagt. Irgendwann müsse er das nun einmal lernen, wenn er ein echter Mann sein wolle. Und das wolle er doch schließlich, hatte er mit einem tatsächlich ermutigend gemeinten Seitenblick auf seinen Spross gesagt. Der sicherheitshalber nickende Junge kannte diese Blicke. Morgen sei es soweit. Jetzt habe er keine Zeit, jetzt müsse er schleunigst los, auch wenn er solche Dinge für gewöhnlich lieber gleich erledige, hatte er gesagt. Ein großer Zug werde erwartet, ein Zug aus Italien, aus Ferrara. Seine Anwesenheit im Lager sei dringend erforderlich, hatte der Vater gesagt und war forschen Schrittes davongerauscht. Jetzt standen sie hinter dem Schuppen. Es ging alles ganz schnell. Nachdem ihm der Vater die Pistole, eine moderne Mauser HSC, wie er erklärte, in die Hand gedrückt hatte. Ein letzter Blick in Richtung Weiher. Doch, da flog etwas. Ein letzter Blick auf den Hund. Kurz bevor der Junge abdrückte, hörte er in der Ferne einen Kuckuck rufen. Der Schuss fiel und das Tier, das ihn eben noch zärtlich und vertrauensvoll angeblickt hatte, sackte leblos zusammen. Bravo. Gracias a los fieles y las fielas que se han quedado. Y bueno, esta es la última parte de nuestro evento del día de la fecha. Y ahora voy a leer lo de Tobías, o sea, lo que ha leído Tobías, pero un poco menos en español. ¡Qué idiota!, pensó Svetlana. Las palabras vagaban en silencio a través de sus labios. Su mirada seguía el rojo resplandeciente de las luces traseras, cuyos bordes parecían fundirse en todas las direcciones. Por dentro gritó palabras mucho peores a él, pero el coche que casi la golpea y la hace caer, un todoterreno oscuro, siguió conduciendo como si no hubiera pasado nada. El conductor no la podría escuchar de todos modos, ella lo sabía, quizá el viejo imbécil ni siquiera lo había notado, y los contornos del coche ya se desdibujaban en la oscuridad. Así que no se molestó y trató de mantener con su bici aún más distancia sin saber cómo lo iba a hacer. Ella se montó en la carretera, justo al lado de los coches. En este tramo no había carril bici, pero no le importó. Al contrario, en Berlín se sentía segura a pesar de los idiotas. Desde que vivía aquí se sentía segura. En definitiva, más segura al menos que antes, en la época anterior a su traslado aquí. Sin embargo, pedaleaba con más fuerza cuando iba sola en bicicleta al atardecer o de noche por rincones más oscuros y menos concurridos. No pudo evitarlo. Los carriles bici estaban más cerca de los espacios verdes que parecían tan amenazantes en la oscuridad, los sombríos parques y cementerios y las inquietantes obras de construcción, o baldíos que la carretera. Por lo general, seguía circulando por la carretera en esos lugares, aunque hubiera un carril bici. Esto fue por una precaución inmediata que no salió de su cabeza. Su cuerpo lo hizo. La precaución, como dicen aquí en Alemania, es la madre de la porcelana.
Lo había escuchado recientemente en una tienda de bicicletas, lo cual es bastante apropiado el dicho, pero no lo había conocido antes, aunque también hablaba alemán desde niña como una segunda, o si se quiere, verdadera lengua materna. Le gustaba la frase, aunque no se le ocurriera el pensamiento, teniendo en cuenta que la mayoría de los coches se conducen actualmente a velocidades excesivas y peligrosamente cerca de su bicicleta. Ya sabía que su madre, mamita tan buena y bondadosa que siempre estaba pendiente de ella y que la llamaba casi todos los días desde que vivía en Berlín, es decir, desde que vivía en Alemania, no habría aprobado de hecho, se habría horrorizado completamente al ver a su hija, su única, su todo, en la calle tan cerca de los coches. Ella probablemente se habría desmayado inmediatamente ante la imprudencia que vio en ella, la precaución que es la madre de la porcelana. No, en su mente Svetlana preferiría haber sido atropellada por un coche, incluso habiéndose quedado muerta, que enfrentarse a las amenazas que acechan en la oscuridad. Pero había casas más adelante de nuevo, incluso algunos bares o pubs con gente sentada frente a ellos. Unos pocos metros solamente, entonces lo habría logrado. Intentó pensar en algo que no fuera la oscuridad, los pensamientos oscuros que siempre la tapaban con su habitual fiabilidad, aunque con largos intervalos. Y seguía siendo, en definitiva, cierto que se sentía segura en la ciudad, entre gente más segura que antes, y si no siempre, por lo general, las más de las veces, con todo. A veces se sentía completamente despreocupada. Las excepciones confirmaron la regla, sí. Otra expresión que pero ya había escuchado y le parecía, no sabía exactamente por qué, muy alemana, aunque había leído en alguna parte que en realidad era de origen latino. Svetlana iba de camino a casa, donde quería tomar una copa de vino y compartir sus impresiones con Agnieszka, su compañera de piso polaca, que siempre se acostaba tarde por la noche, si es que se acostaba. Lo hacían a menudo, a veces contaba sus cosas una, a veces la otra, y se bebían una botella de vino. La película que había visto en el cine Arsenal, Algo Escondido, en Potsdamer Platz, que no solo se llenó de gente por la noche y brillaba con luces de colores, era la cúpula del Sony Center, visible desde lejos, cambiando de colores como un camaleón, solo que más deslumbrante. Había sido por años una de las películas favoritas de Svetlana. Se llamaba Fresas Salvajes. No podía recordar cuántas veces la había visto, por supuesto que la había visto también con Agnieszka, pero esta vez era su primera vez en la gran pantalla, la primera vez en un cine. Este tipo de películas solo se hicieron para el cine, pensó, y ahora sentía que era casi un sacrilegio haberla visto una y otra vez en su portátil, pero era la única forma en que había podido verla. Ingmar Bergman, si lo supiera, se revolvería en su tumba. Cualquier director que hacía sus películas para el cine lo hubiese hecho. Incluso antes de conocer la película, el título que había encontrado en un libro o revista en algún lugar le había gustado y ocupado su mente durante mucho tiempo. Fresas Salvajes. Era un título realmente estupendo que le había invocado inmediatamente varias asociaciones forestales y recuerdos concretos. Le encantaba el bosque, los oscuros bosques de coníferas de su lejana patria, que ya no era su hogar, pensó. Y le encantaban las fresas silvestres que crecían allí, en Rusia, en la vasta llanura de Locadón, en el bosque al norte de la ciudad de Teshki, donde tantas veces había acompañado a su abuelo en sus paseos, y que ella y su abuelo siempre solían recoger y llevar a casa en pequeñas cestas llenas hasta los topes, fresas salvajes. El título le había atraído de una manera tan mágica que inmediatamente tuvo que pedir el DVD. No hacía mucho que había descubierto el título de la película en el programa cultural de un periódico que había hojeado con cierta desgana durante su última visita a la peluquería. Y desde entonces esperaba con impaciencia el día de la proyección. La película formaba parte de una retrospectiva de Ingmar Bergman que se iba a proyectar durante varias semanas en el Arsenal. También quería ver algunas de sus otras películas. Por desgracia, Agnieszka no tuvo tiempo de ir al cine con ella.
porque tenía que crear un sitio web para un cliente, dijo, un trabajo que Agnieszka odiaba porque le resultaba insoportable, aburrido, aburrido y aburrido. Por todas las cosas de la informática, Agnieszka lidiaba con ello a diario. Svetlana no tenía ninguna relación con ello, por lo que solo entendía vagamente lo que a su compañera de piso le molestaba de la creación de sitios web. Y lo que su indignado, hey, soy un programador, desarrollo software, significaba en realidad. Ya se alegró de poder manejar su portátil aún hasta cierto punto. Svetlana se apresuró a empujar su bicicleta por el patio, que solo estaba débilmente iluminado. Agnieszka odiaba su trabajo, ella en cambio odiaba el patio. Pero quizá fue menos malo odiar el patio que odiar el propio trabajo. Sus ojos se posaron en la bombilla, que parpadeaba como si fuera a apagarse en cualquier momento. Cerró la bicicleta y se apresuró a subir las escaleras hacia su piso trasero de la primera planta. Estaba todo oscuro, registró con decepción al salir del pasillo. O bien Agnieszka ya estaba dormida, lo que la habría sorprendido, o había salido, lo que no habría sido menos sorprendente. Encendió la luz, corrió a la amplia cocina, encendió la luz allí también y puso su bolso sobre la mesa. ¿Qué hacer? La puerta de la habitación de Agnieszka estaba abierta, lo que significaba que no estaba dormida, sino que en realidad había salido. Y ella le había dicho que no tenía tiempo para el cine, una gran amiga que era. ¿Debe ella tomar una copa de vino a solas ahora? Uno de los estudiantes de doctorado en el coloquio de su supervisor, se llamaba Wilhelm, curiosamente, como Wilhelm von Humboldt o Wilhelm Schweitzer, no conocía a nadie más que todavía se llamara así. Había sido recientemente en una de estas discusiones, que probablemente eran reliquias de su época de estudiante, que siempre le pareció tan infantil y agotadora. Una vez le había oído decir que aunque bebía mucho y regularmente, sabía que no era un alcohólico porque nunca bebía solo y no sentía la necesidad de hacerlo cuando estaba solo. ¿Pero qué significaba eso para ella ahora? Le apetecía un vaso de vino, pero estaba sola en casa. ¿Eso la convirtió en una bebedora ahora? ¿Y qué si lo hizo? Aquí no había nadie con quien brindar, por la película o incluso por el director, por el gran arte del cine en sí mismo. Ella, después de sentirse tan feliz por haber visto la película en el cine, no solo tenía ganas de vino, sentía la necesidad de una copa. El vino simplemente era lo que hacía falta ahora. Un acontecimiento así debía celebrarse adecuadamente. Así que sacó la botella de la nevera, la descorchó y se sirvió un vaso, que llevó a su habitación, a pesar de la zona de estar que Agnieszka había montado en la cocina. En su habitación también encendió la luz. Se sentó junto a la ventana abierta y miró al cielo, del que solo podía ver una estrecha franja desde su limitada perspectiva. El resto fue pared. Tomó un sorbo y movió lentamente el vino de un lado a otro de la boca. Le gustó mucho ese Sauvignon Blanc. Agnieszka había elegido algo realmente bueno para variar, pensó, y sintió enseguida su efecto relajante mientras lo engullía. El vino aún la relajaba, pero sabía que si bebía más de un vaso o dos, la cansaría muy rápidamente. Pero eso no sería tan malo hoy. Svetlana se preguntaba dónde se había metido su compañera de piso. Tal vez había recibido una llamada y estaba en una misión de emergencia porque alguien tenía problemas con su ordenador o un programa. Pero a esta hora, no. Probablemente estaba en una gira de clubes de nuevo y eso podría llevar un tiempo. Entonces volvió a pensar en la película. O al menos quiso pensar en la película para revisarla, para pensar en cómo le había afectado esta vez y qué le había infectado. Pero no pudo. Los ruidos procedentes del piso del lado la distrajeron. Y esto es todo por hoy.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone.